Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian. Ah ne, ich habe gar keine Facecam. Hallo YouTube, hallo Amanda. Willkommen zu einer weiteren Folge oder zu einem weiteren Run von The Binding of Isaac. Isaac lived alone on the Dings. So, wir sind hier gleich schon im Basement. Ich werde einfach mal gleich reinballern hier. Ohne lange zu zögern. Oh, da sind wieder diese Räume. Bitte, bitte sind da keine blauen Flammen. Okay, shit. Also wenn auf der ersten Ebene keine tollen Sachen sind, dann werde ich jetzt schon mal resetten. Oh, ne. Okay. Der Raum ist echt easy. Komm jetzt ran hier. Oh, irgendwo hier ist noch was da. Perfekt. Und jetzt noch das Teil hier. Ein Herz. Wow, Junge, geil. Gibt's noch eine andere Tür? Nö. Okay, gehen wir noch da unten hin. Ah, da ist wenigstens ein goldener Raum, wo es Items gibt. Ich find's geil, dass wir hinter der Wand sind und dieser Kopf nicht auf und schießen kann. Oh, eine Truhe. Geil. Und, okay. Mann, ich will ein Item haben. Okay, hoffen wir mal, dass hier drin ein geiles Item. Mir fällt gerade auf, ich könnte Mom's Body of Pills, Usable Pill Generator. Jetzt haben wir eine Pille. Health down. Shit! Das war nicht gut. Scheiße! Ich liebe es, die Pillen zu benutzen. Boah. Oh, so einen Raum hatte ich schon mal. Hier hinten ein Raum. Oh Gott, das war schlecht von mir. Ich bin zu spät weggegangen. So. Was wurde ich wieder schon getroffen? Jetzt schon der Bossraum? Okay, das geht schnell. Gut, wir hatten keinen Schlüssel. Dann warten wir mal auf Runde 2 ab. Ah. Ja, der Raum ist hier chillig gegen... Oh. Der kann nicht überwinden. Wir haben hier Wände einfach dazwischen. Gegen Jiminy ist das ganz cool. Ich habe schon mal gegen ihn gekämpft. Jetzt komme ich nicht an den ran. Jetzt kommt gleich sein hässlicher, ekliger... Junge, ich bin da... Nein. Oh, Junge, ich bin gerade stehen geblieben. Komm mal ran hier. Ich will nicht von diesem... Keine Ahnung, was das da ist, Alter. Von diesem Baby da getroffen werden. Ein Zwillingsbruder, also ist das. Oh, shit. Das war wieder... Jetzt rennt er nur auf uns zu, oder? Ja. Ja, ist easy going eigentlich. Ah, der kann über Wände, ja, der kann über Wände. Kack rein. Nein. Oh, Junge. Ich wäre fast wieder nach da oben gegangen. Ja, doch, schaffen wir. Schaffen wir schon. Wenn ich mich jetzt nicht dumm anstelle, schaffen wir das locker. Alter, ich darf mich wirklich nicht dumm anstellen dabei. Jawohl. Oh, zwei Herzen, perfekt. Was ist das hier? Koffeinpill, speed up, size down. Was? Irgendwas war gerade runter. Ja, ich hab irgendwas mit... es war size? Was, aber was ist denn size down? Habe ich jetzt kleinere Tränen? Alter, wie schnell ich bin. Eine rote Kacke? Was ist denn das? Was ist denn das? Alter, na, wenn es jetzt hier keinen Schlüssel gibt, dann resette ich den Run. Ach, das ist so eine Kacke, die sich immer wieder resettet. Cool. Na los, komm her. Toll, kommen wir auch nicht ran. Okay, bis jetzt brauche ich das auch nicht. Hier haben wir eine Truhe mit einem Schlüssel.
Jo, diese Mobs sind komplett. Da hinten ist auch ein Schlüssel, ja, okay, den kann man zu hinten holen. Gut, dann machen wir gleich mal die. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich Truhe oder Dings. Ich mach den Raum auf. Und dann gucke ich noch die anderen Räume mal nach. Vielleicht gibt's ja noch in anderen Räumen irgendwelche Dings. Brothers, Bobby, Friends, to the end. Alter, diese Dings, diese Kacke macht Schaden. Lol. Dann gehen wir jetzt die Spinnen. Die sind ziemlich schnell. Was haben die denn da ausgeschissen? Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Oh, wie geil das aussah, dieser Snipe. So, mal die Scheiße hier zumachen. Oh. Alter, das ist so ein Kack. Das ist. Bis jetzt gibt's hier noch so keine tollen Sachen. Aber mein Dings da, mein Bobby's Friend hier, der ist richtig geil. Der schießt richtig gut, der macht gut Damage, habe ich das Gefühl. Leute, da hinten geht einfach irgendwas hoch. Ach, auch wieder nix, cool. Nur Herzen, Alter, nur Herzen. Jo. Wow, bin ich schlecht. Bin ich schlecht. Okay, neuer Run. Und direkt Lil Brimstone. Evil Friend. Chillig. Seht ihr, der Run fängt gleich schon viel besser an. Toll, das war ein toller Run. Oh fuck. Also erstmal gegen die Gegner rennen. Alter, diese Spinnen sind nervig, muss ich schon sagen. Na los, ne? Ja. Okay, wieder nur fliegen. Hier gibt es auch nichts und da unten ist schon der Bossraum. Ah, die Feuer. Nee, das Feuer schießt irgendwelche Kügelchen. Boah, was für eine lange Range die haben. Nee, gibt's nichts mehr zu holen hier in diesem Raum. Gibt's generell noch auf der Ebene was zu holen? Nö. Alles klar, dann gehen wir einfach mal Dings. Habe ich hier zwar keinen Schlüssel bekommen, aber unser Helferlein, sagen wir es mal so, ist ganz cool. Gut, dass hier diesmal ein freier Raum ist gegen Larry Jr. Ich habe schon mal gegen Larry Jr. gekämpft. Das war nicht so ein freier Raum und da wurde ich dann komplett von der Kacke eingesperrt. Das war nicht gerade toll. Ja, okay, das sieht ganz easy aus hier. Alter, ist der mir wirklich komplett bis dahin gefolgt. Da war der hier nur noch. Easy. Was haben wir hier? Wir sind Damage und Range up. Oh, Junge, geil. Sowas brauche ich. Ja, Range und mehr Damage. Das ist cool. Basement 2. Hier gibt's irgendwie nichts. Hier ist irgendwie nur Scheiße. Hier gibt's auch irgendwie nichts. Hier gibt's hier nur diese Wärmer. Junge, wie viel Schaden wir machen, Alter. Ich hab den gerade instant getötet. Bevor der überhaupt. Alter, fuck, ich muss aufpassen. Das war Kacke von mir. Oh nö, die hinterlassen so eine Blutspur. Ich hoffe mal, in diesem Raum gibt es ein Herz, dann können wir auch in den Raum da oben gehen. Oder einen Schlüssel. Wir brauchen einfach nur ein Herz. Ich habe keinen Bock, einfach so in den Raum da reinzugehen. Mit zwei Herzen. Ich habe keine Lust, mit einem Herz die ganze Zeit hier unterwegs zu sein. Ein Schlüssel. Na okay, wenigstens können wir jetzt den Raum da vorne öffnen. Ein Auge. Mom's Eye. Eye in the back of your head. Was bringt mir das? Moment, ich werde mal kurz raustappen. Ein Kumpel hat mir letztens eine Seite verraten. Boah, wie hieß die nochmal? Scheiße, wie heißt die nochmal? Oh Gott, irgendwas mit. Fuck, was war das nochmal für eine Seite? War das. Nee, es war nicht. Ich gebe einfach Binding auf Isaac. Rebirth. Ich gebe einfach mal Rebirth ein. Und. Ich glaube, irgendwas mit God, aber ich weiß nicht mehr was. God. Shit, was war das, Jungs?
Items, nee. Ja, Gott, dann habe ich das. Ja, okay, dann mach ich wieder das nächste Folge auf. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Schade, Alter. Hieß die irgendwas mit Isaac? Ich weiß leider ehrlich nicht mehr. Okay, diese Stachelteile gehen anscheinend immer nur am Rand lang. Das heißt, wir müssen uns einfach jetzt hier so vorbeischleichen. Lass uns unnötig treffen, Alter. Das ärgert mich. Boah, puh. Da ist oben eine Pille, aber die werde ich mal nicht benutzen. Stell dir mal vor, die fickt uns. Das wäre nicht so schön. Und ein Schlüssel. Jetzt hätte ich lieber gerne ein Herz. Vielleicht, da hinten gibt es noch einen Händler. Obwohl, ob man mit einem Coin was erreichen kann, das ist sehr fragwürdig. Nee, ich werde den Schlüssel jetzt nicht wasten. Genau, diese Teile sind auch easy going. Vielleicht haben wir ja hier ein Herz drin. Hier ist auf jeden Fall gleich der Bossraum. Ne, wir haben hier nichts drin. Ich werde mal eine Bombe für die Vase racen. Vielleicht ist da ja was drin. Eine Spinne, cool! Ne, hier werde ich jetzt nicht. Gibt es noch einen Raum, den wir forschen? Ne, ich gehe nicht da oben rein, sonst sterben wir ja sogar. Monstro, okay, der ist wenigstens. Der müsste eigentlich easy sein. Außer wir stellen uns dumm an. Wir haben sogar richtig viel Damage und. Speed. Ah ne, Range haben wir ja ab. Hoppla. Guck mal auf, dass wir nicht getroffen werden. Aber sonst eigentlich ganz easy. Boah, okay, das war gerade ein dummer Weg, wo ich lang gegangen bin. Oh, shit, da wurde ich getroffen. Noch einmal getroffen, wir sind tot. Puh. Jawohl, gewonnen. Holen uns kurz die Herzen hier. Und wir haben diese Stäbchen. Tier ist ein. Oh, Junge! Das wird ein guter Run. Ich glaube, das wird ein guter Run. Ich liebe das immer im Verlauf des Spiels bei Binding of Isaac. Wie man immer mieser aussieht. Guckt mal, wie wir aussehen. Also wir haben hier so ein. Hier mal so ein Auge. So ein. Das Auge von Mom. Hier einfach so komplett krasse Augen. Wir haben noch eine Spritze hier. Jetzt werden wir die krassen Drogen ab. Oh, die hasse. Nein! Geht weg. Okay, die kann ich. Ich hab die Range. Ich hab die Range. Ich muss die Range ausnutzen. Okay, ich hab den einen da oben getötet. Perfekt. Hab ich hier auch die Range? Ja. Wie gesagt, wir müssen einfach nur die Range ausnutzen. Wir kommen hier gar nicht hin. Ist hier irgendwo noch ein Item, was gedroppt wurde? Sieht nicht danach aus. Aber hier ist ein Dings, ein Raum. They grow inside. Was hab ich denn da bekommen? Wie heißen die? Ich hab's gerade nicht gelesen. Aber sieht cool. Ah! Wir schießen auch mal Sachen. Liegt das an Moms Ei? Ich glaube, das liegt an Moms Ei, dass wir auch mal was nach hinten schießen. Oder? Ich glaube schon. Ich habe das Gefühl schon. Junge, wie schnell wir jetzt die Räume klären. Mit dem Teil hinter uns. Und nochmal eine Münze. Gehen wir jetzt mal in den großen Raum da ganz oben. Da mal einen kleinen Dingel. Und die. Oh, Junge, Alter, kommt auf einmal so ein Teil an. Wir haben alle getötet. Und was ist das hier? Flat Worm. Keine Ahnung, was ich damit kann. Leider. Alter, wir haben jetzt fette Kugeln. Das sind so eine flachen, also keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Die fliegen und so komisch. Aber das liegt, glaube ich, jetzt am Flat Worm. Was ist das hier für ein Teil? Ah, der macht nur manchmal seinen Hals auf. Okay. Ja gut, dann zeig dir mal. Tschüss. Und mein halbes Herz wiederbekommen. Was erwartet uns hier? Dieser Spinn. Und wir spawnen jetzt manchmal Dings. Wie heißt das? Hä, hey, wir hatten gerade irgendwelche Fliegen. Liegt da im Flat War? Oh, Isaac vs. Sloth. Okay.
Ich hab keinen Bock, mich von diesen Teilen da treffen zu lassen. Ja, der ist easy. Easy going. The Lovers. Oh, geil. Zwei Herzen. Habe ich jetzt einfach mal eingesetzt. Ich weiß leider nicht, was die ganzen Sachen bringen, deswegen setze ich sie einfach sofort ein. Nicht, dass ich sie irgendwann mal beim Boss einsetze und sie dann gar nichts bringen. Okay, die Truhe holen wir uns. Was haben wir hier? Reusable Range Bomb. Oh. Ah, krass. Krass. Gut zu wissen. Jo, jo, jo. Oh, fuck. Ah, wenn ich angegriffen werde, dann spawnen gleich ein paar Fliegen. Alter, ist das praktisch. Krass. Und die tun alles dafür, mich zu retten. Ist das nicht süß? Mann! Ein Schlüssel. Ich werde nochmal die Bombe hier benutzen. Oh, hoffentlich ist die Nagel dran. Und nochmal auf Summer Nicher zu gehen. The Duke of Flies. Oh, wir haben einen großen. Wir haben zwei Duke of Flies. Ach du Scheiße. Boah, sind das viele Fliegen, Alter, so ein Scheiß. Die haben aber wenig Leben dafür, weil wir machen ja auch so viel Schaden. Und der nervt so dolle. Den ersten haben wir schon besiegt. Ja, den schaffen wir locker. Easy. Oh, die ganzen Herzen hier nachspawnen, Alter. Die sind so ne. Oh, noch ein extra Herz. Jawoll! HP up. Geil. Geil, Alter. Ich bin zuversichtlich, Jungs und Mädels. Caves 2. Gut, ich werde jetzt auch mal hier kurz riskieren reinzugehen. Oh, toll. Cool. Und was hier drin? Eine Pille. Junge, wenn jetzt HP down, ne? Oh, scheiße. Kann ich mir nicht holen. Fuck. Hätte ich mal in dem. Junge, das hätte ich mal. Das sollte mir eigentlich gerade mal eine Lehre sein. Daran sollte ich mal denken. Und zwar jedes Mal, wenn ich jetzt Film bekomme, dass ich sie nicht in so einem Raum benutze, weil. Das kann mir irgendwann nochmal passieren. Da ich die habe. Oh, nee, obwohl doch. Ich gehe hier kurz rein. Krieg eine Gabel. I64 consumes the enemy. Kann ich dann auf Leute zugehen und dann die essen? Damage up. Oh, Junge, Blut aus dem Maul. Alter, wie wir aussehen, Junge. Consumes the enemy. Was bedeutet. Ich gehe am besten nicht auf ein Dings zu. Ich gehe lieber mal. Oh, jetzt habe ich Tears ab. Ich habe auch Google. Monkey Paw, Wish Granted. Was? Wish Granted? Consumes Enemy. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll, wenn ich ehrlich bin. Wartet mal, wir haben jetzt so viel Schaden. Ich versuch mal zu vergleichen. Aber wir haben wahrscheinlich dann irgendwas. Ich nehme mal die Monkeys Power, obwohl ich das Gefühl habe, dass es besser ist, wenn wir das andere nehmen. Oh, was sind das für welche? Alter. Die hatte ich noch nie, die Gegner. Fuck, das war dumm. Da bin ich selber in die Falle gerannt. Schade, ich hätte gerne ein Herz gehabt. Amnesia, was das bedeutet? Ach,
Oh, wir können die Map nicht mehr sehen. So eine Kacke. Ja, war ein Schlüssel. Scheiße, das regt mich auf, dass wir die Map nicht mehr sehen können. Müssen wir wirklich dafür... Achso, okay, wir können auch... Die kommen auch einfach auf uns zu. Habe keine Bomben mehr, fällt mir sogar auf. Ja, dann werden wir einfach in den Dings gehen. Ich glaube, einfach hier so rumzuhören. Ich weiß nicht, ob das jetzt so... oder was bringt. So, ich nutze mal wieder meine Range aus. Jungs, guckt euch mal das an, Alter. Wir sind so eine richtige Waffe, Alter. Wum, 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 wum. So ein richtiges Maschinengewehr. Alter, uns hätte er fast noch was getroffen. Warte mal. Ich will unbedingt... Ah, nee. Ah, shit. Ich gehe trotzdem nochmal rum. Muss doch hier irgendwo ein Herz geben. Ist hier noch irgendwo ein Raum? Da. In dem waren wir sogar noch, ne? Hier ist sogar der Händler. Kann man gleich reingehen. Wir sollten jetzt eigentlich genug haben für ein Ding. Ein Herz. Chillig! Der hat noch nicht mal ein Herz. Ich glaube, dann spende ich einfach meine Dings. Uah! So, wir sind gespendet. Bitte gibt er mir Herzen. Oh Mann, ich will keinen Schlüssel. Also ich will schon Schlüssel, aber hab's gerade nicht wirklich nötig. Bin mal gespannt, welcher Gegner uns erwartet. Hoffe mal kein schwerer. Ab rein hier. Gegen Mega Fatty. Oh nein. Gegen den. Oh Gott, nicht gegen den, ey. Obwohl, oder? Alter. Junge, aufpassen, Alter. Ist der eklig, Alter. Ja, easy going. Und hier nochmal die Herzen kurz wegschnabulieren. Ja, wir haben sowas von die krasse Ausrüstung. Lil Chubby has appeared in the basement. Ja, ich glaube, wir können jetzt einen neuen Charakter spielen, oder? Keine Ahnung. Magic Scap. Oh, Junge, HP and Luck. Alter, Junge, wir haben sowas von die krassen Sachen. Wir sind jetzt im letzten Raum. Jawohl, in den Tiefen. Eins. Junge, Alter, was erwartet uns hier, Mann? So ein Kugelfisch. Na, ich denke, ich mir leider nicht holen, diesen schwarzen Penny da. Aber ich liebe die Musik hier drin. Junge. Ballert der uns einfach gegen die Wand. Oh, cool, ein blaues Herz. Mittlerweile nenne ich die jetzt auch blaues Herz, habt ihr mal Sehenherz genannt. Ich treffe den nicht. Aber kann ich die nicht von vorne treffen? Nö, ich kann die nur von hinten treffen, so ein Scheiß. Wer meint, ich konnte die mal von vorne treffen. Alter, ich muss aufhören. Okay, die Fork, ich habe gerade Dings jemanden getroffen, aber der tötet wirklich die Gegner. Alter, ich muss aufhören, Alter. Ich habe das Gefühl, ich spiele ein bisschen zu leichtsinnig diesmal. Ich bin zwar sicherer, finde ich, jetzt geworden. Mittlerweile schon in Binding of Isaac. Aber ich spiele jetzt zu leichtsinnig. Also, keine Ahnung, ich halte gerade von mir richtig viel. Das ist ein Fehler. Komm ran hier! Oh, fuck. Und zack. So, der letzte war hier irgendwo. Da ist er.
Ein Penny. Wow, geil. Der Raum hat sich gelohnt. Oh Gott. Ha, da kommen sofort die Herzen, Alter. Oder die Fliegen, ja gesagt. Ich glaube, das liegt an der Monkey's Paw. Also an der links an der Affentatze da. Pfote. Oh, das wird schwer, hier den Raum zu klären. Krass, ey. Immer schwerer hier. Ich glaube, wir kommen auch diesmal wieder. Also ich glaube, wir kommen auch diesmal zu Mom, aber ich habe das Gefühl, wir schaffen das nicht. Alter. Also wir kriegen vielleicht mal mehr. Oh! Das ist doch Dings. Dieser Jerry Larry Dings da. Oder? Ich weiß nicht. Da haben wir so ein kleiner Miniboss. Herzen vielleicht? Nee. So hören mit May you see what life has to offer. Ah, wir sind im Shop. Im Secret Shop. Oder? Nee, doch nicht. Ja. Donate wieder. Schwarzes Herz, Junge, wir haben nicht mehr viel Leben. Was ist damit? Das ist so ein Bettler. Wir brauchen Herzen. Wir brauchen unbedingt Herzen. Wir haben im Prinzip noch 1,5 Herzen. Alter, die schießen auch nochmal, wenn man sie gerade tötet. Junge, ich will keine Münzen, Mann, ganz ehrlich. LOL. Oh Gott. Okay. Temporary Enemy Showdown. Ah, ist nicht wieder aufgeladen, schade. Oh Junge, ich stand da gerade ziemlich nah dran. Ich weiß nicht, ob ich davon hätte getroffen. Nein! Oh Junge! Warte mal, wir müssen glaube ich nach da oben. Shit. Junge, wir mit unserem halben Herz, Alter, spazieren hier durch die Welt. Junge, ich bin zum Glück gegen das Loch gelaufen. Nein, das. Junge, das. Nee, Junge, dahinter sind Skelette. Nee. Ja, wir haben wieder ein schwarzes Herz bekommen. Junge. Yo, da sind diese Dings, diese Cuddler Juniors oder wie auch immer die heißen. Das ist der Bossraum. Ist hier irgendwo was gedroppt? Nein. Hast du das, wenn auf beiden Seiten Gegner sind? Komm bitte ein Herz. Och man, drop doch ein Herz! Da ganz unten sind noch, aber ich gehe. Ich gehe einfach zu Mom, was soll ich machen? The Gate. So, was soll ich das jetzt machen? Ah, okay, dann verlangsame ich alles, glaube ich. Ja. Nein, ich bin gegen das Feuer gerannt, scheiße. Schade, ey. Schade. Ich bin gegen das Teil gestorben, was immer rumspringt. Alter, wir waren voll weit. Richtig krass, wenn ich ehrlich bin. Shit. Ah, jetzt habe ich gerade am Ende nochmal, keine Ahnung, das war irgendwie kein spektakuläres Ende. Wir haben eine Hälfte Schaden gemacht. Alter, wir hatten so ein gutes Equip. Krass. Ich glaube, ich sollte, na, was heißt öfters resetten? Wenn ich auf der ersten Ebene halt keine guten Schlüsse bekomme oder so, oder sofort sterbe, dann ist ja logisch, dass ich sofort resette. Aber ich find's witzig, wie wir uns wirklich Folge für Folge steigern. Theoretisch müssen wir nächste Folge zu Mom kommen oder in die letzte Ebene kommen, die da immer ist. Das heißt, irgendwann so Folge 20 oder so, sollte ich locker so die 1-2 Runs gemacht haben und schon ein paar Charaktere freigeschaltet haben. Was ich nochmal sehen will, ist, warte, Exit Game. Aber jetzt einen neuen, Dings da. New Run. Okay.
Kann man die jetzt benutzen hier? Nee. Locked. Judas. Achso, das war verschlossen. Ich hab doch gerade irgendwas. Eine Winstreak, jawohl, ich hab voll die Winstreak. Aber wo hab ich denn das gerade geholt hier? Pittenblack. Headtrauma. Hä? Was hab ich da gemacht? Na gut, ich will jetzt nicht hier noch irgendwie. LOL. Okay. Ich will jetzt nicht weiter hier was machen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann zeigt das mal mit einer positiven Bewertung. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss.